Box Review. Ja, willkommen beim epischen Unboxing. My name is Boxy, you see? Und ja, ich pack meinen Scheiß aus und es sind so viele Kisten und ich weiß stellenweise gar nicht mehr, was da alles drin ist, weil es ist 4,5 Jahre her jetzt, dass viele von denen ausgepackt wurden und wir schauen einfach mal, was man so alles dabei findet. First Box! Box Review! Ja, so! Sind wir bei der ersten Schachtel, bei der ersten Box, bei der ersten Kiste, bei der ersten, nennt es wie ihr wollt. Und es sind meine Manga. Ich habe hier so tolle Dinge wie Yotsuba, das 4chan Girl, Subaru, spiegelt ein bisschen wegen dem Licht, Subaru, My Dirty Mistress, das ist so ein bisschen, oh, sagen wir so, ich darf die Inhalte nicht auf YouTube zeigen. Kommt so ein Scheiß raus, ey. Toradora, Super Manga, Super Anime, yeah. Ich habe Band 1 bis 6. Das ist wunderschön, die mal wieder auszupacken, denn dann weiß ich, was ich wieder kaufen kann und was nicht, weil die ganze Zeit bin ich in den Manga-Laden gegangen und dachte mir so, Scheiße! Welchen Band habe ich denn schon und welchen nicht? Rosario Vampire, kann ich auch mal wieder weiter sammeln. So, die ganzen Spice and Wolf-Bände hier. Unsere Wolfgöttin, auch wenn ich immer noch finde, sie sieht ein bisschen eher so aus wie ein Fuchs anstatt ein Wolf, aber naja, wir wollen ja nicht kleinlich sein. So, da kann ich auch endlich mal weiter sammeln. Kämpfer 1 und 2. Lustig. Hier, Cheeky Vampire. Da, warte mal, wo ist denn der zweite Band davon? Wo ist denn der hin? Ich werde den zweiten Band hoffentlich wieder finden. Und hier, damit womit alles angefangen hat, meine Viabu-Karriere mit School Rumble. Das war der erste richtige Anime, den ich gesehen habe. Die Geschichte davon ist ziemlich interessant. Vielleicht erzähle ich mal, wie meine Viabu-Karriere so angefangen hat. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant für die einen oder anderen. Mal gucken, was haben wir hier noch so? Ah, hier ist ja der zweite Band von Cheeky Vampire. Also, Nana und Kaoru, der Manga, der mich so ein bisschen in die BDSM-Szene reingebracht hat tatsächlich. Und von dem Manga ich tatsächlich schon die ein oder anderen Praktiken ausgeübt habe, mit Erfolg. Hier haben wir noch ein paar Mirai Nikki-Bände, auch nicht vollständig. Muss ich mal vervollständigen, habe ich voll Bock drauf. Ich habe nämlich bis jetzt 6, 8 und 11. Die habe ich einfach wahllos gekauft. Wenn es die gerade verfügbar gab in irgendeinem Buchladen, dann habe ich die einfach mitgenommen. Madoka Magica 1 bis 3. Ich weiß gar nicht, ist 3 schon das Ende? Habe ich 3 überhaupt angeguckt? Keine Ahnung, die kommen auf jeden Fall auch wieder in den Schrank. Nö, das waren erstmal alle Manga hier raus. Jetzt kommen. Oh boy. Ich habe was gesehen und ich wusste nicht mehr, dass ich es habe. Das hat mich voll abgefuckt. Gut, fangen wir aber erstmal von links an. Hier habe ich erstmal meine gesamten Halo-Sachen. Halo Anniversary, Halo Legends. Alter, den kann ich angucken, dann habe ich wenigstens was zum Gucken, Mann. Es ist so schlimm ohne Internet. Und ich habe meine Fernsehantenne irgendwo noch in der Kiste. Ich habe keine Ahnung, wo die ist, dann könnte ich mir den Fernseher gucken. Wisst ihr, wie scheiße das ist? Man sitzt vor dem PC, isst was und hat nichts zum Angucken. Junge, das fuckt voll ab. Halo, die Schlacht um Reach. Von Eric Nyland. Das war, glaube ich, so das einzig halbwegs gute Buch, das er geschrieben hat von der Halo-Reihe. Halo Reach, die Limited Edition, habe ich damals, ich weiß gar nicht, 70, 80 Euro für gezahlt. Ist immer noch eine der besten Limited Edition, die ich jemals für ein Spiel gekauft habe. Alle anderen Limited Editions von heute, von den Spielen, die kannst du eigentlich alle vergessen, ey. Die sind so für den Arsch. Halo 4 Limited Edition. Die war dann nicht mehr ganz so geil, aber war immer noch recht in Ordnung. Also von der Verpackung her finde ich die ziemlich geil. Hier mit diesem Magnet, mit dieser Magnetbefestigung, da sind auch noch jede Menge Sachen drin, Alter. Hier mit diesem recht hochwertigen Booklet auch. Vor allem dieses Booklet, ne? Solche Sachen, die hier drin stehen, ich weiß gar nicht, ist das die Bedienungsanleitung? Nee, das. Wisst ihr, früher Halo 1 und Halo 2 hatte auch so ein Booklet dabei. Das war halt so das Handbuch für das Spiel. Und da waren auch alle Sachen drin, auch so Waffendaten und so weiter, wie hier drin. Nur, dass es jetzt halt in der Limited Edition war. Und das ist ein bisschen gay, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch ein auf speziellem Papier, ich weiß gar nicht, was es für ein Papier ist, es fühlt sich sehr hochwertig an. Haben wir hier nochmal
eine Blaupause zu einem Spartan 4. Das war ihre Standardrüstung, die ich übelst hässlich fand. Die haben sie dann ja geändert. Aber Halo 4, der Teil, mit dem es dann in der Halo-Serie unterging. Ich hoffe, Halo Infinite geht wieder auf die richtige Bahn zurück. Da waren ja jetzt massive Umstrukturierungen. So, aber das soll ja gar nicht das Thema hier sein. Dann haben wir hier noch eine Halo 4 Pre-Order Box. Da war ein T-Shirt drin, das war ganz nice. Alter, ernsthaft? Bin ich dumm? Halo Guardians habe ich auch die Limited Editions gekauft. Aber die waren dann nicht mehr so geil. Das habe ich ja noch nicht mal aufgemacht. What? Jede Menge Steckbriefkarten zu den verschiedenen Charakteren aus dem Spiel. Das ist halt scheiße, ne? Das sind jede Menge Alternativinformationen, die man eigentlich gut fürs Spiel brauchen könnte, um bei der Story voranzukommen oder bei der Story mitzukommen. Und das ist dann einfach so hinter verschlossenen Türen. Was ist das denn? Ach, das ist das Teil, das man zusammenstecken kann. Ja, das wollte ich auch mal machen. Den Guardian. Ich erinnere mich, ich habe das alles aufgehoben, weil ich mir irgendwann dachte, hey, wenn du irgendwann mal ausziehst, dann kannst du das alles zusammenbauen und machen und tun. Jetzt habe ich die Möglichkeit dazu. Boy. Final Fantasy 13.2, die Limited Edition. Hey, geil, Geld. Ha. Wo ist die CD? Ich hoffe, ich finde die wieder. Boah, yeah! Fotokarten von... Oh, guckt euch den Boy an. Hope. Oh, ist der geil. Und hier, meine Waifu. Meine OG Waifu. Und Sarah mochte ich nie, aber mit Final Fantasy 13.2 war sie ganz cool. Boah, ich weiß gar nicht, ob man das so gut in der Kamera sehen kann, aber dieser Wackelbild-Effekt. Eine 3D-Lightning-Karte. So nice. Davon existiert auch noch irgendwo ein Unbox-Video davon, das weiß ich. Ich habe irgendwo noch ein Unbox-Video hier auf dem Kanal von Final Fantasy 13.2. Wenn ihr wollt, könnt ihr danach suchen. Wenn nicht, ist auch okay. Denn das war nicht sonderlich gut. Noch ein Relikt von, ich weiß gar nicht, 2006, 2005. Company of Heroes. In der Steelbox. Und ich sag's euch, das erste Company of Heroes ist immer noch das Beste. Da können die Leute sagen, was man will, ne? World of Warcraft, WOTLK, Burning Crusade und das OG-Game habe ich auch noch hier. Battlefield 2, Battlefield 3 Limited Edition, Battlefield 2142, Sims Nightlives, Shadow of Chernobyl, The Movies, das erste Arma, Halo 2 für Vista, Warcraft 3 und Warcraft Expansion, Fahrenheit. Oh, was haben wir denn hier? Wow! die erste komplette Season High School of the Dead auf DVD. Ich habe die letztens wiedergefunden und habe mir gedacht, Alter, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die gekauft habe. Und es stimmt. Ich habe sie nicht gekauft. Ich habe sie auf andere Wege bekommen. Ja. Geil. Wenn bis heute Abend nicht mein Fernseher läuft, dann weiß ich, was ich angucken kann. Denn ich habe all meine Animo gelöscht auf der Festplatte. Ich weiß gar nicht warum. Voll dumm, ey. So. Ach, hier ist die CD. Die Steelbox war extra und dann war dann nochmal das normale Spiel dabei. So war das, ja. Oh, boy. Damit hatte alles angefangen. Ich hatte keine CDs dazu, also habe ich einfach irgendwelche normalen CD-Cases genommen und habe das dann damit gemacht. Das ist Mindtown Madness 3 und Halo 1, welches damals mit meiner ersten Xbox dazu kam. Das waren die ersten zwei Spiele, die ich jemals auf eine Xbox gezockt habe. Und es war geil. So kam ich zu Halo. Es war, wie alt war ich da? 8 oder 9. Und es war mega nice. Boah, ein Relikt aus alter Zeit. 2000 Microsoft Points, Junge. Kann sich noch jemand an die Microsoft Points erinnern? Oh, die waren super. Microsoft Points, Alter. So, und jetzt
geht's zurück nach 2006 und 2007. Holy shit. Star Wars Battlefront für die Xbox. Need for Speed Underground 2. Splinter Cell Pandora Tomorrow. Splinter Cell 1. SpongeBob. Ihr seht, ich hatte die Hardcore Games. Die waren aber tatsächlich, also SpongeBob war dabei bei der zweiten Xbox, die ich gekauft habe. Also ich hatte zwei Xbox Classics. Die erste ist mir irgendwann kaputt gegangen. Red Ring of Death. Und dann habe ich irgendwie eineinhalb Jahre später oder so, habe ich eine zweite dann bekommen. Die lief anfangs auch noch gut. Und dann hat sie aber auch irgendwann Laufwerkschwierigkeiten bekommen. So wie jede Xbox. Aber gut, das mag vielleicht auch daran zusammenhängen, weil wir Tiere hatten, die standen auf dem Teppich und irgendwann ist die wohl halt zu verschmutzt gewesen mit der Zeit. Ach ja, und SpongeBob, Schwammkopf, Film ab! Ohne Scheiß, es waren eigentlich ganz gute SpongeBob-Games. Nur haben sie für die SpongeBob-Games nie die Originalsprecher bekommen. Ich weiß gar nicht warum. So, oh yeah. Jetzt kommen wir noch zum OG-Shit. Alter Falter, ey. Jetzt kommen wir zu meinen Top 3 Games, die ich damals wirklich so verdammt oft gezockt habe. Halo 2. Die Oberseite ist so verdreckt und so staubig und das Cover hier ist schon so verbleicht, weil das immer auf der, ganz oben auf dem, oh, hübsch. das lag immer ganz oben und war natürlich immer der Sonne ausgelegt und alles. Deswegen ist das so ein bisschen verbleicht und hat den ganzen Staub und den ganzen Scheiß abbekommen. Aber das ist ein bisschen schwerer und das liegt daran, das Halo 2 Booklet und dann ab der Hälfte sind wir auf einmal beim Halo 1 Booklet. Das liegt daran, weil das Halo 1 Booklet irgendwann so kaputt war, weil es einfach nur rumlag, weil ich dafür ja auch keine Schachtel oder so hatte, dass das Cover weggefallen ist und dann habe ich die beiden Sachen einfach zusammengeklebt. Und deswegen ist das so groß. So. GTA San Andreas. Hab ich Stunden in das Spiel investiert. Ich weiß gar nicht, wie viel. Es war, ohne Scheiß, ich bin von der Schule nach Hause gekommen und habe einfach nur noch dieses Spiel gezockt. Wochen, Monate, Jahre lang. Und ein Spiel, das ich ebenfalls sehr oft gezockt habe, war Need for Speed Most Wanted. Das waren die Games. Also wenn ich an 2006, 2007 zurückdenke, dann waren das diese Spiele, an die ich denke. Und natürlich noch Star Wars Battlefront. Das habe ich auch noch sehr viel gezockt. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig mit den Manga und den allem. Denn ich möchte meine Sammlung ja vervollständigen. Und dafür hole ich jetzt noch den anderen Scheiß. Wir haben hier erstmal drei Bände von Kleine Katze. So cute. Dann haben wir noch... Oh. Oh. Oh, Minimum. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja gut, so schlimm wird's nicht, aber... Alter, ich spüre in dieser Wohnung schon die Melon-Pun-Wives, ja? Ich hab Bock, Junge. So, dann noch zwei Riesenbände Azumanga Daio für, wie viel habe ich das gekauft? 20 Euro. Da sind alle Vorkomas drin. Und das hat sich so gelohnt, ey. Es ist zwar von einer sehr frühen Zeit, aber es ist immer noch eine der besten Slapstick-Comedy-Sachen. So, ich habe mir noch mehr Spice and Wolf. Spicy. Dann habe ich hier noch zwei Bände Monstermädchen. Dann noch Band 1 bis 7. Keine Ahnung, wo ich den hingebe. Ah, hier. Ne, 7 brauche ich noch. Stimmt, ich habe ja einen übersprungen, deswegen habe ich es ja nicht mal weitergelesen. Big Order! Das ist die zweite Manga-Reihe vom Mirai Nikki-Mangaka. Und dann habe ich hier noch zwei Girls und Panzer-Manga. Little Army, die habe ich mir gekauft in Ludwigsburg. Und die habe ich auf der Fahrt zur Miku-Expo gelesen. Wer mal im Vlog aufpasst, der sieht es. Und es erzählt im Grunde die Geschichte vor der Anime-Season. So ein bisschen aus ihrer Kindheit. Ist eigentlich ganz cool. Ich wollte mir einen Rahmen kaufen für das Miku-Expo-Poster. Und dann muss ich einen Rahmen finden. Wisst ihr, wie scheiße teuer Rahmen sind? So 60x70 Rahmen irgendwie, keine Ahnung. 40 Euro? Für ein bisschen Holz und eine Plastikscheibe und ein Pappdeckel drauf? Die Karte von Kana, die wir bekommen haben. Nice. Aber wo sind die Spiele? Die Spiele, Mason. Was bedeuten sie?
slolita.taobao.com. So, ich habe gerade mal die ganzen Manga eingeräumt, die sind jetzt da oben. Ame und Yuki, super Film, guckt ihn euch an. Das beste Spiel, das oder das beste COD, das jemals gemacht wurde, MW2. Ich bin kein Black Ops Fanboy. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Black Ops so hoch gehypt wurde. Das einzig Gute an Black Ops ist die Story. Bei Black Ops 1 und Black Ops 2. Die Story ist da richtig geil, aber alles andere irgendwie nicht. Drive. So, dann haben wir hier Star Wars Republic Commando. Das habe ich ja letztens gestreamt. Dann habe ich hier noch jede Menge... jede Menge 360 Games. Die 360 Games werde ich nicht aufzählen. Also... das ist wirklich zu viel. The Phantom Pain. Und hier noch ein Kalender, gemacht und gestaltet und gezeichnet und produziert von meinem Vater. Mein Vater, der ist so ein Künstler. Geil. Hänge ich mir auf. So. Ach du Scheiße. Also. Oh Gott, kriege ich das alles auf einmal raus? Das sind meine 360 Games und das sind noch nicht mal alle. Junge, warum habe ich denn so viele Spiele, Alter? Was ist denn da passiert? What the fuck, dude? Oh je. Aber gut, machen wir mal weiter. In der Zeit, wo ich keine Xbox hatte, hatte ich eine PlayStation 2 geschenkt bekommen. Und Alter, jetzt kommen die krassen Zeiten. Ja, ist auch ganz verbleicht, aber ich habe auf der PlayStation 2 sehr viel gezockt, habe ich Tomb Raider Legends. Muss man sich mal geben, auf einer Konsole von, wann kamen sie raus? 2001? Ein Spiel von 2006 oder 2007 oder was das war? Und das lief auch echt gut, das sah nicht schlecht aus. Was ich auch sehr viel gezockt habe auf der PlayStation 2 war Need for Speed Carbon. Auch eins meiner Lieblings-Need for Speeds. Das habe ich nie geschafft. Das habe ich nie geschafft auf der PlayStation 2. Ich bin da ewig lang dran gesessen, um diese Rennen zu fahren. Vielleicht lag es auch an der niedrigen Framerate, ich weiß es nicht. Aber ich habe es irgendwann mal vor 2 Jahren oder so am PC gespielt und habe es ohne Probleme durchgezockt. So. Also Battlefield 2 Modern Combat, es sah aus wie Arsch auf der PlayStation 2, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Ich hatte auch auf der PlayStation 2 Star Wars Battlefront 2, das beste Splinter Cell, nein, nicht das beste, das zweitbeste Double Agent, aber nur auf der Version, denn die Next-Gen-Version kann man in Arsch treten. Was noch gut war, war die Xbox-Version und dann nochmal Splinter Cell Chaos Theory. So, und jetzt kommen wir zu den richtig komischen Spielen. Final Fantasy X-2, das hatte ich damals mitbekommen mit der PlayStation 2. Das habe ich nie gecheckt als Kind, wie das Spiel funktioniert. Und dann habe ich es irgendwann mal wieder angefasst und habe es ziemlich lange gespielt und dann hatte die einen CD-Hänger und dann ging es nicht mehr weiter. Das war sehr traurig. Das erste Just Cause auf der PlayStation 2. Die Grafik, die hier hinten drauf ist, ist wahrscheinlich vom PC, weil so sah das niemals aus. Hey, ich habe noch gar nicht die Lollis ausgepackt, okay? Immer mal mit... oh Gott. Wir werden vermutlich später noch drauf zurückkommen, aber... ich war ein riesen Kim Possible-Fan. Ja. Burnout 2 war scheiße. Ich mochte Burnout 3 lieber. Knockout Kings, ne? Ist das der Klitschko? Sieht aus wie der Klitschko, ey. Habe ich auch nicht wirklich gezockt. Und Disney Pixar's Cars habe ich auch noch für die PlayStation gehabt. Man merkt, dass es 2006 war. Ja, dann räume ich den ganzen Scheiß mal wieder ein. Oh Gott. Next Box! So, ich glaube, jetzt geht's schneller voran, weil jetzt... habe ich nicht mehr so viel zum Auspacken, weil das meiste kommt jetzt vermutlich sowieso in den Keller. Wie zum Beispiel diese Bibel. Eine Taschenbibel. Geil. Frühlingserwachen. Und Tom November Mond auf dem Kirchhof zwischen zwei Toten, zwei Opfern der Furcht vor der Schande. Bei diesem Ende bleibt es in der Was ist das denn für ein Scheiß? Hänschen Rieloff, Otto Robert. Warte mal, war das mit der einen? Influenza. Ich habe keine Ahnung. Wir fahren hinaus.
Geil. Wohin fahren wir denn? Zur Waldschenke, zum Streichelzoo, zum Bodensee, zur Kirmes und das war's. Okay, alles klar. Ja, dann haben wir hier Drachenreiter, auch von Cornelia Funke. Das sind alles Bücher, die haben mich nie interessiert. Schnipperle, das ist lustig. Oh, jede Menge Kinderbücher. Oh, oh, oh. Kindheitserinnerungen. Flecki hat Geburtstag. Zu süß. So, ich suche aber tatsächlich eigentlich noch eine Manga-Reihe, die irgendwo sein muss, weil mir fehlen noch ein paar Manga, unter anderem die gesamte High School of the Dead-Reihe. Oh shit, ich hoffe, ich finde die. Was ist das denn? Buch der Gebete Klasse 5? Das ist nicht meine Schrift. Wem gehörte das? Ach, die einen oder anderen wissen es vielleicht. Ich war früher Tokyo Hotel Fan und ich habe mir dieses Buch gekauft. Und ich habe es auch nie gelesen. Oh Mann, ey. Vielleicht sollte ich das mal machen. Die Rockband des Jahres. Bravo. Endlich die ganze unglaubliche Erfolgsstory der Megastars von Tokyo Hotel. Soll ich vielleicht mal tatsächlich lesen. Ist bestimmt interessant. Was haben wir dann noch? Von Ursula Wölfel, der rote Rächer und die glücklichen Kinder. Ah, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Die Geschichte vom Hasen und vom Hasen. Nice. Schatten am Horizont. Die Schlacht um den Geleitzug HX-233. Ein Buch über U-Boote. Nice. Das interessiert vielleicht Krasyl, obwohl Krasyl interessiert sich ja eher mehr für Waffen. Aber ich habe auf jeden Fall zwei fette Bücher über den U-Boot-Krieg, auch über den U-Boot-Krieg in der Karibik mit den Amis gegen die Japaner. So, was haben wir hier noch? Jugend ohne Gott. Was ist das für ein Buch? Ach du Scheiße, jetzt kommen die alten Schinken, was Kinder gerne singen. Ja, singen mochte ich eigentlich noch nie. Die Sachen kommen auf jeden Fall wieder weg. Alter, wenn den noch irgendjemand kennt, dann seid ihr alt. Dann seid ihr verdammt alt. Ich erinnere mich, wie ich mich damals kaputt gelacht habe. Kubitus, Alter. Kennt noch jemand Kubitus? Man findet es nirgendwo mehr. Das ist so traurig. Kubitus ist der geilste Shit ever. Das ist nur irgendwie einmal im Fernsehen ausgestrahlt worden, danach nie wieder. Das ist so traurig. Und hier kennt, glaube ich, jeder, oder? Freunde. Oh nein. Das ist cringe. Das ist mein altes Tagebuch von 2005. Ja, tatsächlich 2005. Oh Gott. Jesus. 18.10.2005. Heute war mein Geburtstag. Ich habe ein neues Handy und Xbox-Spiel bekommen. Das war aber nicht das Motorola Razr V3. Das war noch das ältere Motorola Club-Handy, glaube ich. Das Razr V3 habe ich erst 2007 bekommen, glaube ich. Habe ich viel mit F geschrieben? Junge, was war ich denn für ein Legastheniker? Aber hey, es ist so witzig. Meine Schrift hat sich seit Jahren nicht verändert. Es ist immer noch dieselbe Schrift, die ich heute habe. Das ist so krass. Ich ging in die blöde Schule und habe eine Minute Xbox gespielt. Sonst nix. Ich fühle mich traurig und alleine. In die Schule will ich auch nicht mehr. Scheiße, ich war Emo. Emo mit 11 oder... Ne, 10 war ich da. 10? Ne, da war ich 11. Da wurde ich 11. Ich war Emo. Alter. Meine OG-Emo-Zeit. Ja, was soll ich sagen? Da hat auch meine Tokyo-Hotel-Zeit angefangen. Ich habe, es war zu meiner Realschulzeit. Ich habe die Schule gewechselt. Nach der Grundschule ging ich auf die Realschule und da habe ich überhaupt keinen Anschluss gefunden und war da ziemlich scheiße drauf. Und dann bin ich aber, noch vor dem Halbjahr bin ich gewechselt auf die Mörike-Schule. Und dann sieht man hier auch, ich habe unter jedem Post habe ich ein Smiley verfasst, wie es mir ging. Und da ging es mir überall gut. Und irgendwann habe ich dann einfach nicht mehr weitergeschrieben. So ein halbes Jahr, nee, nicht mal ein Vierteljahr später habe ich dann nicht mehr weitergeschrieben. Ich habe meine Probleme immer aufgeschrieben. Wenn es mir scheiße ging, habe ich ziemlich viel geschrieben. Und wenn es mir dann besser ging, habe ich immer aufgehört zu schreiben, weil ich dann
kein Verlangen mehr dazu hatte, was aufzuschreiben, um meine Gedanken niederzuschreiben. So war das. So, was haben wir hier noch? Doppelklick, das Arbeitsheft. Oh nein, das war Deutsch, oder? Oh, es war Deutsch. Wisst ihr was? Das behalte ich. Das fülle ich noch aus, Alter. Junge, ich mach Deutsch 5. Klasse. Easy. So. Geile Scheiße. Mein Gute-Nacht-Buch schlechthin damals. Die Maus sagt dir gute Nacht. Das ist ein super Buch. Super Buch ist diese. So. Kommt hier auf den Stapel. Dann haben wir noch das Märchenheft. Das ist doppelt. Das ultimative Märchenbuch, Alter, fliegt nicht hin. Sehr viele Märchen drin. Das sind alles Dinge, die kann man mal behalten. Falls man irgendwann selber mal Kinder hat, dann kann man die mit der langweiligen Scheiße nerven. So, dann haben wir hier noch mehr Märchenbücher. Was ist denn hier los? Alter, Falter. Oh mein Gott. Meine Poster. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich weiß genau, was dahinter ist. Weiß es. Genau. Alter, wow. Jetzt hängt das hier. Ich hatte früher in meinem Zimmer alles voll mit World of Warcraft Babes, Alter. Woo! World of Warcraft Babes, wohin man nur schaute. Von, wie heißt der Typ? Paul Kwon. Paul Kwon war der Typ, der damals die ganze Scheiße gezeichnet hat. Den muss ich mal auf DeviantArt suchen. Der macht bestimmt immer noch gute Sachen. Oh yeah. Oh yeah. Ein Drehnagel-Girl. Hot. Die Zeit als pubertierender Jugendlicher war schon cool. Welches Babe wird hier denn das sein? Ich glaube, es ist die Alchemistin, oder? Es ist die Alchemistin, als ob ich es noch raus... Oh Mann, ey. Junge. Ah, fucking shit. Alter. Mit diesen Schweißperlen, die er hat. Das ist heiß, Junge. Eins meiner Lieblingsbücher, auch aus der Zeit von 2006, glaube ich. 2006 war so die Zeit, in der ich mich sehr viel mit Tschernobyl und so weiter beschäftigt habe. Und da mussten wir ein Schulprojekt machen über ein Buch und ich habe die Wolke genommen und habe darüber eine Zusammenfassung geschrieben in der 6. oder 7. Klasse. Der Richter und sein Henker. Ach du Scheiße, von was war das denn nochmal? So. Ich ahne, was jetzt kommt. Ich ahne, was jetzt kommt. Oh. Es war das Jahr 2000, 2001. Ich habe das erste Mal James Bond, einen James Bond Film angesehen und ein James Bond Spiel. Alter. Ja, mein Hobby war damals, als Kind. Junge, ey. Gebt euch das mal. Wie gut ist das denn, ey? Ich habe diese Collagen gemacht über James Bond und alles. Und damals hatten wir immer diese ganzen TV-Zeitschriften und da waren halt auch Artikel über James Bond und so weiter drin und die habe ich halt alles ausgeschnitten und draufgeklebt und... Damn. Alter, hier ist ja noch D-Mark. Junge. Als ob das weg ist. Das kann nicht weg sein. Yeah, boy! Ihr habt vorhin das Kim Possible-Spiel gesehen. Ich hatte auch noch eins für den DS. Sag mal, findet ihr eigentlich aus? Ich sehe ein bisschen aus wie Randy Stairs. Also, ich mache mir da gerade ein bisschen Sorgen. Also, ne, ich kann euch das ja mal so kurz zeigen. Ich habe hier jede Menge Seiten. Voll mit ausgeschnittenen Sachen aus Zeitschriften, Heften, Magazinen. Damn, dude. Ja, man kann sagen, ich war das komische Kind der Klasse. Das war ich immer und werde ich immer sein. Aber jetzt kommt der Plot-Twist. Ich bereue nichts davon. Yeah. Damn, dude. So, dann packe ich da mal wieder alles ein, was ich nicht haben will.